Skorpion, Hallihallo. Message für dich, bevor wir weiter in den September reinschauen, okay? Was ist die Message? Einfach nur mal so, hoppia, zopp. Wow, Kompromisse, alter Hannes, ja? Sehr viele Sternzeichen. Ich kann es euch gar nicht genau sagen, woran es liegt, ehrlich gesagt, ja? Dürfen Kompromisse eingehen, müssen Kompromisse eingehen, werden immer kompromissbereiter. Ist egal, ob es jetzt in eine Trennung geht, ja, wo man sagt, okay, wir setzen uns nochmal hin, wir reden über alles und Gütertrennung, bla bla bla. Oder ob es eine Finanzberatung ist, ob es worum auch immer geht. Die Kompromissbereitschaft, und das habe ich bereits schon im Chat am Sonntag gesagt, ja. Und ihr seht, ja, heute kommt genau diese Karte wieder raus, wo ich sage, es ist wichtig, immer mit dir im Einklang zu sein, ja. Es ist wichtig, deine Bedürfnisse zu kennen, ja. Aber es ist auch manchmal wichtig, einen Kompromiss einzugehen, ja, wo man sagt, alles ist im Butter, wenn man nicht den Überblick verliert, wenn man nicht das Ziel vor Augen verliert, okay? Skorpione, ihr werdet vor einer Prüfung gestellt werden, emotional, finanziell, körperlich, Herausforderungen auf der Arbeit, ja? Alleine schon beim Bäcker an der Schlange zu stehen und zu sagen, Alter, soll ich mir das mit Brötchen kaufen? Oder ne, dauert mir das zu lange und ich gehe? Was auch immer. Es ist wichtig, nächste Woche, nicht nur nächste Woche, sondern es geht sich eigentlich um allgemein, ja, wirklich Kompromissbereitschaft zu haben und kompromissbereit zu sein, weil es kommen einige Herausforderungen auf dich zu, die nicht nur dein Ego triggern können, sondern deine ganze Wahrnehmung, dein ganzes Sein. Höre auf deine Intuition. Wenn du Hilfe brauchst, schreib mich an. Notfall-Expresslegung 30 Minuten am gleichen oder am nächsten Tag. Ansonsten habe ich erst wieder freie Termine ab dem 10. September. Von mir aus alles Liebe. Bis dahin. Bye.